Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Wir spielen heute mal mit Elena. Ist auch interessant, ne? Jetzt Frauenteam. Elena haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ob die überhaupt in dem Spiel auftaucht? Wer weiß. Ja, schon so sagen, kommt sie bestimmt noch, ne? Ja, wir sind hier. Oh Mist. Gerade in ein Gebäude gegangen und bekommen unerwarteten Besuch. Boah, ist der gepanzert. Yes. Da ist doch mal die Schrotflinte gut geeignet für. Super. Also besser geht's nicht. Good job. Boah, die gefällt mir irgendwie extrem gut gerade. Die Schrotflinte. Gut. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Ja, schon sind wir wieder alleine. Ah, die Aufzüge im Videospielen funktionieren auch viel zu selten. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Wie so ein Zombie? Da denkt er vielleicht an Uncharted 1, was? Mit den Dämonen. Die vom Schatz verfluchten, falls ihr euch erinnert. Nur diesen einen Weg? Na gut. Dann müssen wir den wohl gehen. Nützt ja nichts. Oh Gott. Bloß nicht runtersehen hier. Hier kann ich doch nie und nimmer runterspringen. Was verlangen die denn jetzt? Was wollt ihr von mir? Ich denke, hier ist es sicherer runterzuspringen. Ich denke schon. Nö. Weiß ich, wo man hier lang soll. Bin ich Uri Geller? Bin ich in Hellseher? Ohne Scheiß. Sie steckt fest. Wo soll man hin? Das ist einfach nicht ersichtlich. Ich hasse sowas. Ah, eine Flagge soll ich wahrscheinlich. Oh Gott. Da kommen wir auch erst beim zweiten Mal drauf. Ohne Scheiß. You say! Die andere Flagge erkenne ich leider nicht. Ach du Scheiße. Mir stürzt wieder alles ein. Ja, und wo jetzt lang? Hier. Alles klar. Super. Da können wir jetzt unseren Weg frei machen. Mit der Schrot. Das geht schneller. Die gute alte Schrotflinte. Aber kurzer Prozess. Oh shit. Wo wollt ihr jetzt, dass ich lang gehe, hä? Wo geht's lang? Einfach rüberhangeln, okay. Schwing dein Ding, Elena! Schwing dein Ding! Ach, da kriegen wir auch schon wieder Besuch. Im Grunde genommen kriegen die Besuch, ne, von uns. Tschüss, Mann! Oh Gott! Der für eine Waffe! Ich denke, wir gehen da mit dem Schrot rein. Oh! Wo kommt der denn wieder weg? Das sind doch auch Scherzkeks, ey. Die haben echt ein Talent in Uncharted 2 vor hinten anzugreifen, die Gegner. Als ob der tot ist. Nie und nimmer tot. Spinner ist noch da. Bloß wo? Der ist ein anderer. Das ist tatsächlich ein anderer. Komm. Die sind nicht doof. Geh nicht einfach so planlos um die Ecke. Boom. Oh, ich liebe die Schrot. Im Häuserkampf ist sie ziemlich effektiv. Deswegen behalte ich sie auch.
Gehen wir mal nach ganz oben. Da ist sie. Ja, da ist sie. Ich denke, hier ist nichts mehr, oder? Können hier unten noch mal kurz schauen. Oh, doch. Hier war noch was. Nicht meine Lieblingswaffe. Die Magnum. Oh, jetzt haben wir natürlich nicht viel Munition mit dieser Kombo, ne? Egal. Gehen wir mal nach ganz oben. Springen hier dran. Und lassen uns fallen. Denn hier befindet sich der vierte Schatz. Muss ich, glaube ich, den ganzen Weg nochmal gehen. Verdammt. Die Musik ist so nice hier. Die chinesische, tibetische Musik. Wo ist sie hin? Ja, hier müssen noch Gegner sein. Ich frage mich nur, wo. Ich sehe nicht gar keine. Ja, da ist sie. Zack. Rotflinte kennt keine Gnade. Oh, die ist so ideal hierfür, ne? Ist wirklich ideal. Ah, ja. Gut, dass da Schüsse durch Wand gehen und ich nicht den Gegner orten kann. Sowas finde ich immer nice. Ich meine, hier war auch noch ein Schatz. Hier war definitiv ein Schatz. Und die Frage ist, wo? Hier oben? Nee. Wahrscheinlich auch außerhalb des Balkons. Ja, hier tatsächlich. Cool. Gar nicht so einfach zu finden. Die Schätze sind sowieso viel besser versteckt in dem Game. Und wo ist jetzt dieser Idiot, der uns da befeuert hat? Ich kann hier nicht durch. Was war Andi denn vor allem? Ah, kann auch sein, dass der da oben war. Und die Frage ist, wie kommt man da hoch? Mit Hilfe dieses Vorsprungs vielleicht? Tatsächlich. Oh, mach keinen Scheiß, Elena. Elena macht aber Scheiße. Oh Mann! Ich hasse es! Man weiß nie, wo es weitergeht. Verdammte Scheiße. Jetzt geht's. Genau den gleichen Input gemacht. Nur jetzt bleibt sie hängen und eben nicht. Ganz komisch. Whatever. Ich hab dich. Hauptsache, ich hab noch meinen Magnum. Ist ganz wichtig. Na komm hier. Die eiserne Faust, Chris hier. Faust der Gerechtigkeit. Nate? Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Nate? Ich sehe nur Elena. Ja, alles gut. Ich weiß nur nicht, wie ich den Aufzug jetzt hier hochholen soll. Ich glaube, hier ist der Schaltkasten, ne? Kann es sein? Gucken wir mal. Ich hab's. Tatsächlich. Jetzt sollte Chloe zu uns kommen. Hoch da. Chloe, 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 Chloe. Ding! Essen ist fertig. Klingt wie meine Mikrowelle, der Aufzug. Und hoch mit dir. Na, das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Ein eingespieltes Team, was wir sind. Eine Hand wäscht die andere. Nur mit Teamwork kommen wir hier auch wirklich weiter. Cool. Das Hotel ist ja wirklich wahnsinnig hoch. Und noch relativ gut in Schuss. Yay, Swimmingpool. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Holo. Was zum Geier. Ist auch so ein Easter Egg. Man schwimmt. Marco. Landratte. Holo. Du bist so unprofessionell. Was zum Geier war das? Geht noch weiter hoch, liebe Freunde der Nacht. Immer weiter. Weiter und weiter. Und überall hängen diese tibetanischen Gebetsfahnen.
ist das denn? Das war auch schon mal besser in Schuss. Ich glaube, es ist auch eine Mikrowelle. Ja, noch kaputter geht's nicht. Ja, verdammt, wo müssen wir denn jetzt hin? Na, hieraus werde ich nicht wirklich schlau, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo geht's weiter? Da kommen wir auch nicht drauf. Den Aufzug können wir nicht nutzen. Ich hätte gern einen Tipp. Okay, hier lang. Ah, hier übers Dach. Oh, Hotel Shangri-La. Und noch mehr klettern. Ja, so ist das doch immer. Hier könnte auch noch was sein. Oder diesmal kein Schatz. Schatzi, 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 Schatz. Ne. Diesmal nicht, weil sonst war bei den Dachübergängen die ganze Zeit immer ein Schatz. Nur an dieser Stelle eben halt nicht. Komm hoch da. Boah. Die Aussicht ist wirklich atemberaubend. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? War ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Ich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Solange uns der Heid nicht findet, der Kampfheli da, das wäre wirklich problematisch. Ja, wo geht's weiter, verdammt, Chloe? Wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Vielleicht hiermit? Augen auf im Straßenverkehr. Tu auch nicht so, Chloe. So ein Mist. Oh, oh. Oh, oh. Ich gib mir die Hand. Geh schon. Zwischenboss-Action. Der Heinz. Ja, in Uncharted 2 gibt es Zwischenbosse. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen ihn vernichten. Und das wird nicht einfach. Vor allem nicht einfach, wenn ich hier blöd rumhänge. Wenn ich wegkomme. Wo soll ich denn jetzt hin? Dann springe ich in meinen Tod. Ich weiß nicht, wo man da hin muss. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht. Uncharted wieder mal. Man weiß nicht, wo man hin muss. Habe ich so oft in dem Spiel. Ja, der Scheiß muss ja hier auch wieder einstürzen, ne? Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Vielleicht sollen wir erstmal diese Idioten hier ausschalten. Wenn die mecken, ne? Geht das ganz gut. Jetzt kommt der Heli. Ach, einfach von oben runterspringen, ja dann. Nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber es funktioniert. Ach, das überlebe ich doch nicht. Da kommt doch der Heli jetzt. Ah, wobei. Ich habe es tatsächlich überlebt. Ich bin schon wieder ein Schutzengel, ey. Krass. Tschüss, Mann. Wo ist der scheiß Heli? Oh mein Gott. Vor allem würde ich gerne hier hoch, weil ich meine, da wäre noch ein Schatz. Selbst in Situationen wie diese denke ich nur an Schätze. Ja, was soll ich denn machen gegen den fucking Heli, Mann? Kann ich nichts gegen machen. Ihr seid lustig, ey. Vielleicht hier rüber? Ich hab mal kurz nachgeschaut. Nee, hier ist der Schatz noch gar nicht.
Ich hab ein bisschen Panik, die jetzt zu übersehen. Wir müssen einfach nur verschwinden von hier. Einfach nur das Weite suchen. Nur die Frage ist, wo? Wo geht's weiter? Hier. Einfach durchrennen. Hier verstecken. Oh mein Gott. Richtig widerspenstig, dieser Eli. Wir können den noch nicht standhalten. Später muss man den tatsächlich kaputt machen. Aktuell haben wir noch nicht die Möglichkeit dazu. Oh mein Gott. Dieser fucking Eli. Boah, ist der Angriff lustig. Werde ich hier zerberstet? Ja, werde ich. Wegen den Idioten da. Aber hier könnten wir relativ safe sein. Bitte verfehl, Eli. Bitte verfehl. Ja, er hat verfehlt. Sehr gut. Tschüss, Mann. Nimmer wiedersehen. Jetzt mal die AK-47. So viel Munition von Schrot hatten wir ja eh nicht mehr. Wobei, ich nehme doch wieder die Schrot. Irgendwie gefällt mir die in dieser Mission. Nein, nein, nein. Nicht den Aufzug. Nicht den Aufzug? Warum nicht? Weil die Traum auf Aufzügen mittlerweile hat, ne? Festgesteckt ist. Drücken Sie L1, um eine Granate zu werfen. Ich will die Granaten aber behalten, Mann. Wertvoll. Instant Death! Warum? Oh Mann, das Spiel ist so fucking unfair. Das ist unglaublich. Was soll ich denn machen sollen? Ey, im Windows 95 PC brauchst du sowieso keiner mehr. Ich war einfach zu nah dran. Ja moin. Bin ich hier, lieber Eli? Ich bin nicht hier. Das ist nicht gut. Ja, und nun? Und nun? Oh Gott. Und jetzt kommen wieder solche Assis? Gibt's doch nicht. Tschüss, Mann. Oh Gott. Einfach tot. Einfach so tot. Was soll ich denn noch machen sollen? Mann. Erzähl mir doch mal mehr, was ich machen soll. Das Spiel sagt einem nichts. Jetzt weiß ich wenigstens, dass hier noch welche kommen. Verdammt, was tun die da? Einfach nur Try and Error auswendig lernen. Komm, ja, auf einmal sind da Russen. Auf einmal, aus nichts erscheinen die. Mega merkwürdig. Okay. Einfach jetzt hier irgendwo festklammern wahrscheinlich. Nicht da runterrutschen. Ja, aber es geht nicht anders. Es geht automatisch. Ist das scheiße. Ja, dann probieren wir es nochmal. Vielleicht muss ich da durchs Fenster springen. Das kann ich ja nicht riechen, ne? Sowas kann ich nicht riechen, liebe Freunde der Nacht. Ich habe da wirklich keinen Weg gesehen. Das ist irgendwie eine blöde Stelle. Ein bisschen kryptisch. Das ist nicht gut. Ah, und hier kamen doch eben auch noch Gegner. Woher kommen die überhaupt? Die springen da von da oben runter, ich verstehe. Oh. Rotflinte neuerdings ausprobiert, statt so viele Kills damit. Nice. Aber jetzt im richtigen Moment springen. Ich denke, das ist es. Jetzt rutschen wir nicht hier runter. Jetzt! Perfekt! So ist es gewollt, mein Entwickler. Sehr gut. Da waren wir beinahe drin. Alles klar. Jo, dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns die Magnum. Das ist eh meine Lieblingswaffe. Ich habe 0 Schuss mit Schrot. Super. 6 Magnum-Schuss nur. Ein bisschen wenig, ne? Dafür stirbt jeder Gegner. Sofort. Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison, was? Na los. Ja, nee, Hotel möchte ich nicht mehr übernachten. Hotel? Trivago.
Und ich sagte, das Hotel sieht noch ganz gut aus. Mm-mm. Die oberen Stockwerke sind nicht mehr so gut in Schuss. Und der Heinz hat ja auch viel zerstört. Wie ihr eben gesehen habt. Da oben ist nämlich der letzte Schatz. Oh, die FAL. Oh mein Gott. Was? Was ist denn der für eine Waffe? Granatenwerfer? Nur meine Leiche. Darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Den hatten wir nämlich noch gar nicht gesehen. Ein Granatenwerfer. Aber mit dem ist halt wirklich nicht zu spaßen. Kurbeln! Los geht's! Cool! Ja, die Widerstandskämpfe haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Geiler Mechanismus. Kommt mir zugute. So, und hier müsste jetzt der letzte Schatz sein. Da oben glänzt es. Oh, shit. Oh, das tut man nicht alles für den Schatz. Damit haben wir alle in diesem Kapitel. Aber bitte hier runter, Elena. Oh, ja, ja, ja. Das ist wirklich der Granatenwerfer. Ey, ich will den jetzt haben. Verdammt, wo war der? Ach, fuck, dann halt nicht. Doch, da ist er. Jetzt geht's los. Boom. Boom. Ist ja nicht geil. Vor allen Dingen, man muss nicht die ganze Zeit nachladen wie in Uncharted 1. Das ist viel geiler geworden in dem Spiel. Jetzt ist die Frage. Ah, von da oben. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir da jetzt rüber? Oh oh, der Heinz. Jetzt können wir den aber, glaube ich, beschädigen. Mit Hilfe des Granatenwerfers. Okay. So natürlich nicht. Wir müssen einen weiteren Granatenwerfer finden. Da haben wir wieder 4 Schuss. Jetzt kommt der Showdown. Zwischenboss gegen den Heinz. Die Metal Gear Solid 1. Wo Liquid in der Heinz drin saß. Oh, zielen kann ich auch nicht. Little Aim wieder mal. Zeit zurückzuschlagen. Hier, fang! Ein Geschenk! Bam! Wer schießt denn jetzt? Och komm, wo kommen die denn wieder her? Ey, das ist so dumm. In dem Spiel riecht mich das auf! Es riecht mich auf in dem fucking Game! Immer kommen die von hinten! Obwohl die gar nicht von hinten kommen sollten. Ich meine, wie machen die das? Hier sind keine Soldaten. Und auf einmal sind die da. Die spawnen aus dem Nichts oder was. Aus dem Shadow Realm kommen die. Ist doch nicht, ey. So unrealistisch. Einmal kommen irgendwelche Gegner. Da oben oder was? Ja, aber ganz ehrlich, die sind ja von hier gekommen, aus dieser Richtung. Das heißt, von hier kommen auch noch welche oder was? Ich verstehe es nicht. Absoluter Fail-Part. Ist halt so, Leute. Na komm. Yes. Fehlt er denn aus? Liegt ja gar nicht klein bei. Leider Gottes liegt nur hier die Munition dafür rum. Und es wird schon wieder schwarz-weiß. Leider. Aber der brennt schon. Lange macht er nicht mehr mit, der Heinz. Oh, der zappelt aber auch so mehr. Natürlich schwierig macht, den überhaupt mal zu treffen. Ja. No chance! Na, jetzt war es aber hoffentlich. Zwischenboss abgehakt. Sehr gut. Nix. Ja, einen Schuss brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Ich habe keine andere Wahl, ne? AK-47 oder so kann ich hier nicht auffinden, tatsächlich. Schade, schade, Marmelade. Mhm. Jetzt nehme ich die gerne mit. Ein Schuss mit einem Granatenwerfer ist wirklich nichts wert. Glaubt mir. Cooles Plakat. In Bollywood-Film gefühlt. Ah,
Oh, ist echt angenehm, dass es jetzt mal so ruhig ist. Die ganze Zeit nur unter Stress hier. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo es weitergeht. Verdammt. Ich brauche einen Tipp. Ach, hier. Chloe, warte schon. Hättest du mal was gesagt? Hey, das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los. Okay, okay. Einmal ab sein. Natürlich reißt es wieder. In dem Moment, wo wir drauf sind. Klar. Tut das weh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Na super. Jetzt sind wir abgeschnitten von Chloe. Na, wobei. Hiermit sollen wir in der Lage sein, wieder aufzuschließen. Nee, wobei, es führt ganz woanders hin. Verdammt. Auch interessant, dass die blaue Regenrinne haben, ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Hier einmal bitte runter und nicht ins Feuer kommen. Eben gesehen, da brennt's. Die Feuerwehr ist auch nicht in Sichtweite, deswegen brauchen wir auf die gar nicht erst warten. Schießen. Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn? Elena! Jeff! Ah. Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern? Das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Ho, ho, ho. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Hm. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's mir zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Oh mein Gott! Vorsicht. Kapitel 7. Oh, die jetzt? Zwei kommen mit. Das machen wir auch erst im nächsten Part. Und natürlich nicht als Elena, wenn Elena jetzt hier wieder ist. Das Vorjahresmodell, auch interessant. Man kann auch als Skelett spielen, aber das hebe ich mir für irgendwelche Ruinen auf. Von daher gehen wir zurück zu Drake. Chloe möchte ich auch nicht spielen, weil Chloe hier auch hier da ist. Ist halt komisch, wenn man zweimal den gleichen Charakter vor sich sieht. Gut.
Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und der Entschluss, den Kameramann und Elena hier mitzunehmen, ist natürlich ein gewagter, weil zu viert in einer Stadt, die im Bürgerkrieg verfallen ist und die von Soldaten von Lazarevic nur so wimmelt, ist natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Ob wir das hinbekommen, alle lebendig hier rauszuholen, das bleibt abzuerwarten. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.